Hallo, liebe Mofa-Gemeinde, da bin ich mal wieder. Heute soll es ein kleines Update geben zum Winterprojekt Prima 3S. Es gibt eigentlich kein Update, denn ich habe mich zu einem Schritt entschieden. Den habe ich mir nicht leicht gemacht, aber ich hatte ja so eine Tuning-Geschichte vor mit dem Athena 50 Kubikzylinder und 12er Vergaser, Bing-Nachbau und so weiter. Ihr habt es, wer es verfolgt hat, hat es ja mitgekriegt. Was ich davor hatte, Grundgedanke war, das Ganze unter der Verkleidung möglichst gut zu verstecken, so dass das Mofa alltagstauglich wird. Aber, ich habe heute die erste Probefahrt damit gemacht. Ja, das Ding hat hier unten schon mal im Keller gelaufen, eigentlich perfekt. Ganz kurz angemacht, angetreten, laufen lassen. Super Standgas, super Gasannahme. Und ja, ich habe es dann mit nach draußen genommen, draußen alle anderen Züge eingehängt und so weiter. Und direkt bei der ersten Probefahrt ist was passiert. Und am besten, ich nehme die Kamera jetzt mit raus, zeige euch, was passiert ist und zeige euch auch, warum ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf diesen Tuning-Zylinder und das Mofa nicht und überhaupt. Also ich möchte mich von der Geschichte trennen und deswegen wird das heute der Abschluss vom Winterprojekt. Es wird die Möglichkeit geben, den Motor aus dem Projekt zu erwerben über eBay Kleinanzeigen, wie immer. Top, super überholter 505 BY. Keine Schaltgeräusche, keine Vibration, nichts. Der läuft wie ein Uhrwerk. Zusammen mit dem Athena-Zylinder, der fast neu ist, also noch nicht eingefahren ist, neuer Kolben ist drin, mit dem 12er Bing-Vergaser ohne Ansaugstutzen, weil da habe ich ein Experiment mitgemacht, aber dazu gleich mehr draußen. Und also Motor wird es einzeln zu kaufen geben und das Mofa dann wird zurückgebaut mit dem Originalmotor und wird auch zu erwerben sein. Es wird noch einen Moment dauern, aber das wird dann auch auf eBay erscheinen, eBay Kleinanzeigen erscheinen und dann geht es weg. Ja, ich habe genug Projekte hier und ich möchte mich nicht weiter mit Tuning befassen, weil ich werde dieses Mofa nie getuned fahren. Ich habe einen Führerschein, auf den ich angewiesen bin und allein schon aus dem Grund werde ich mich nie auf die Straße trauen damit. Und das soll auch ein Wink sein an euch, egal wer das Mofa kauft oder den Motor kauft oder sonst irgendwas, denkt bitte dran, sobald ihr irgendwas macht, ihr verliert die Betriebserlaubnis, fahrt ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz, ganz wichtig. Okay, aber jetzt nehme ich die Kamera vom Ständer und dann gehen wir raus in den Hof und ich zeige euch mal, was passiert ist. Bis gleich. So, hier haben wir das Maschinchen, da steht's. Und ja, ich war eben 2 Kilometer unterwegs mit der guten. Und die ist wirklich aus dem Stand sehr gut gelaufen. Das einzige Problem, was ich hatte, war hier aus dem Auspuff. Da hat es noch ein bisschen rausgeblasen. Und ja gut, da kann man ein bisschen Dichtmittel reingeben. Und ansonsten, ja, aus dem Stand 40-45 gefahren. Oh, der Motor ist noch nicht eingefahren, ist also wirklich noch taufrisch alles. Aber ich habe gleich kein Standgas gehabt. Das hat unten im Keller perfekt funktioniert. Hier draußen nicht. Warum? Meine Konstruktion, ihr seht es hier. Hier war ja der Ansaugstutzen zweimal geteilt, quasi um die Punkte für das Einhängen der Züge zu bewahren. Also einmal hier unten Kupplung und da hinten die Schaltung. Und ich denke mal, dass das beim ersten Mal Kuppeln, Schalten hier schon gleich aufgebrochen ist. So dass ich also direkt Falschluft hatte. Und wie ich dann hier zu Hause den Bordstein hoch bin, am Hof hoch bin, dann hat es dann auch einmal geklappert. Und dann war es einfach abgebrochen, ja. Also diese Konstruktion hier mit dem JB Weld da, diesen künstlichen Bogen, den ich da reingebaut habe, das funktioniert nicht. Leider. Ja,
Ende vom Lied wäre jetzt, ich müsste wieder einen Ansaugstutzen mir besorgen für 30, 40 Euro. Müsste das wieder irgendwie improvisieren. Dann hängt der Vergaser dann irgendwie hier vorne so komisch stand da drin. Dann ist es nicht mehr möglich, mit normaler Trittbrettverkleidung zu fahren. Und das ist eigentlich alles nicht das, was ich will. Und ich habe auch da einfach keine Lust mehr drauf, weil, wie gesagt, ich werde diese 50 Kubik nie fahren. Und ich werde auch dieses Mofa nie fahren, weil das ist einfach, ja, das ist top erhalten, aber es ist nicht mein Stil. Und ich habe ja unten noch die Prima SX und die wird mein Daily Driver werden. Okay, ja, das war's dazu. Wie gesagt, ihr findet die Teile, das Mofa und so weiter nach und nach auf eBay Kleinanzeigen. Und ich beende hiermit das Winterprojekt Prima 3S. Ja, mit dem Fazit: Mofa ist gerettet, also Tank ist dicht, das funktioniert alles wunderbar, das Mofa kann noch Jahre, ja vielleicht Jahrzehnte lange schön fahren mit dem Originalmotor, mit dem Athena Zylinder hier bin ich ja von der Passgenauigkeit her und die Geschichten mit dem Vergaser und so, das, also sowas macht mir keinen Spaß. Ja, das ist mir zu viel Gefummel und zu viel Gebastel und dann das Abstimmen und so weiter. Aber wer da Freude dran hat, okay. Also dann, bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich geht's bei der Prima SX weiter. Ciao, ciao und tschüss.